Zum Gesetzlichen. Je nach Land gibt es relativ viele genauere oder weniger genaue gesetzliche Bestimmungen. Hier sind zwei Beispiele, die ich erhalten habe. Die wurden mir gegeben von einem besorgten Bürger, der mich mit der Drohne gesehen hat. Und diese Angaben sind alle korrekt, aber wenn man sie genau liest, stellt man fest, dass man eigentlich sehr viele Dinge tun darf und die Einschränkungen in der Schweiz nicht sehr groß sind. Und wenn man zusätzlich noch den gesunden Menschenverstand brauchen würde, könnte eigentlich gar nichts passieren. Das Problem liegt leider normalerweise immer im gesunden Menschenverstand. Und um das jetzt hier kurz mal zu umfassen, hier geht es um den Datenschutz. Im Datenschutz ist es so, dass Filmaufnahmen bewilligungspflichtig sind von Auszug nicht abschließend, also ist eine angefangene Liste, militärische Anlagen, öffentliche Einrichtungen, Gefängnisse, Eisenbahnanlagen zum Beispiel und wahrscheinlich noch mehr. Aber die wirklich wichtigen Dinge, das, und das sollte alles zum gesunden Menschenverstand gehören, immer nachfragen müsst ihr nach Aufnahmen von Gebäuden. Wenn ihr in den Innenraum seht, ist es Privatsphäre einer Person, das dürft ihr nicht einfach filmen. Tiere, die jemandem gehören, für Nahaufnahmen müsst ihr ebenfalls den Besitz fragen. Aufnahmen von Anlagen wie Schwimmbädern, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Nahaufnahmen der Umgebung von Häusern und Firmengeländen, Gärten und Anlagen. Diese Regeln klingen zwar gut, sind aber sehr ungenau. Es hat keine Meterangaben, es heißt nicht, um was es genau geht und darin liegt genau das Problem. Gegner der Filmdrohnen haben das Gefühl, man könne die im großen Stil verbieten und jeder, der das Ding nur steigen lässt, macht etwas Illegales. Und auf der anderen Seite, die Drohnenpiloten, die zu mutig sind, haben das Gefühl, sie dürfen alles machen, was sie wollen. Was absolut verboten ist, und da sollten sich alle einig sein, Aufnahmen von Menschen, die erkennbar sind, sind verboten, ohne dass man das Einverständnis der entsprechenden Person hat. Dies gilt aber nicht nur für Drohnen. Jedes Mal, wenn jemand mit dem Handy auf einer Straße irgendetwas knipst und Personen auf dem Bild zu erkennen sind, ist das eigentlich illegal, wenn man nicht die Leute zuerst um Erlaubnis dafür fragt, was wohl kaum jemand macht. Und das zeigt ein bisschen die Proportion mit dieser Drohnenangst vor Aufnahmen. Da wird teilweise sehr genau geguckt und sehr böse gesprochen und beim Handy sagt inzwischen niemand mehr etwas. Schön wäre es wieder, wenn der gesunde Menschenverstand walten würde und man nicht vor Fenstern und über Wohnquartieren rumfliegt und die Leute dabei filmt. Denkt nur daran, aus Sicherheitsgründen, was passiert, wenn ein Kilo aus 50 oder 100 Metern auf jemanden runterfällt. Ihr wollt das nicht und sonst wahrscheinlich auch keiner. Und schlussendlich ist das ein technisches Gerät, es kann Fehler haben, es können unvorhergesehene Dinge passieren. Schaltet euer Hirn ein beim Fliegen. Zusätzlich zu den grundsätzlichen Drohnenregeln, da steht ja schon das erste Problem an. Eine Drohne ist nach dem Duden ein unbemanntes Flugobjekt, zählt also auch für jeden Modellflieger. Interessiert irgendwie keinen, ist aber so. Ihr dürft nicht im Umkreis von 100 Metern von Menschenmengen fliegen. Eine Menschenmenge gilt theoretisch ab 2 Dutzend Menschen. Fliegt trotzdem einfach grundsätzlich nicht über Menschen. Und ein ganz wichtiger Punkt, ihr müsst immer Sichtkontakt zu eurer Drohne haben. Also diese Blindflüge, wie man sie immer wieder sieht und davon hört, sind eigentlich grundsätzlich etwas Verbotenes, wenn nicht spezielle Bewilligungen vorliegen. Und für Drohnen über 500 Gramm Gewicht braucht es eine Haftpflichtdeckung. Es ist in sehr vielen Haftpflichtversicherungen schon integriert. Ich habe das bei mir Mobiliar nachgefragt und die haben mir das bestätigt. Ich habe mir dieses Schreiben auch schicken lassen. Kein Problem, das kennen die, das machen die, das müssen viele Modellflieger machen. Wenn ihr das dabei habt, kann euch keiner Probleme verursachen, wenn ihr beweisen könnt, dass ihr entsprechend versichert seid. Kann euch keiner vom Platz weisen und sagen, du bist nicht versichert, du darfst gar nicht erst grundsätzlich fliegen. Ein weiteres Problem ist der Begriff vom Überfliegen, das Überfliegen eines privaten Gartens. Es ist nicht definiert, wie hoch. Und somit gelten eigentlich nur die wirklichen Regeln im Flugverkehr.
wo man nicht über 150 Meter hochfliegen darf, oder in der Nähe eines Flughafens auf 50 Meter. Diese 50 Meter sind nur gestattet, wenn man eine Bewilligung des Flughafens hat. In der Schweiz gilt ein 5 Kilometer Flugverbot für Drohnen um jeden Flughafen. Und wo diese Bereiche genau sind und wie weit die reichen, findet ihr auf der Karte vom Bundesamt für Zivilluftfahrt, die habe ich unten verlinkt, sowie die Links zu den ganzen anderen Gesetzestexten und Zusammenfassungen von verschiedenen Konsumentenmagazinen. Weiter geht es im dritten und letzten Teil dieser Videoserie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder Kommentar. Falls du gerne weitere Videos von mir sehen möchtest, abonniere doch hier diesen Kanal. Wenn du links unterhalb des Videos die kleine Glocke klickst, dann wirst du auch informiert, wenn ein neues Video verfügbar ist. Merci vielmals, ciao zusammen.